Guten Tag und herzlich willkommen zu einem weiteren Video zu neueren Famarama-YouTuber bzw. auch ältere, die zurück sind. Ich mache das jetzt zum insgesamt dritten Mal, mache ich das jetzt hier. Und zwar diese Ausgabe, wenn man es so nennen will. Einmal habe ich, mache ich, wie gesagt, zum dritten Mal diese neue Famarama-YouTuber bzw. älter zurück sind. Aber ich habe auch mal ein Video gemacht ganz am Anfang, und zwar die an die derzeitigen Famarama-YouTuber, aber das kann man in dem Fall nicht so zählen. Nun gut, genug gelabert und starten wir mit dem eigentlichen Thema. Und zwar habe ich heute wieder einige Leute dabei, bei denen ihr unbedingt vorbeischauen solltet. Und zwar beginnen wir. Mit wem beginnen wir? Ich kann auch kurz noch sagen, und zwar findet ihr diese Leute auch alle hier auf meinem Kanal verlinkt. Die aktiven Famarama-YouTuber findet ihr alle hier verlinkt. Mir. Um da einfach ganz kurz und ganz schnell hinzugelangen. Wir beginnen zwar gleich heroben. Und zwar mit den Herren Voltokinese. Den sollten eigentlich die meisten kennen. Ich sag nur eins. Famarama 007, Volto Blitz. Dann mal kurz Famarama.de und jetzt Voltokinese. Und zwar war es von ihm leider nicht geplant. Er hatte ja Volto Blitz und dann hat er leider aus Versehen, bisschen blöd gelaufen, gelöscht. Und jetzt ist er eigentlich schon seit geraumer Zeit, jetzt hier seit, gut, es ist schon wieder ein Monat, umgezogen, wenn man das so sagen kann, auf Voltokinese, macht jetzt da hier seine wunderschönen und tollen Videos. Ja, vielleicht wissen es einfach die einigen oder anderen nicht, dass er umgezogen ist. Ich hoffe, ihr wisst jetzt. Paar Leute mehr. Zweifelsfrei einer der besten Famarama-YouTuber, die ich kenne. Unbedingt vorbeischauen. Aber ich denke mal, normalerweise kennt ihn auch jeder. Tolle Videos, ich gucke jedes von ihm. Unbedingt abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt. Übrigens, in der Videobeschreibung findet ihr auch dann die ganzen Links zu den jeweiligen Kanälen. Zu den ganzen, die ich erwähne oder sage. Dann geht's weiter. Wir arbeiten uns hier weit herunter. Und zwar ist der nächste. Ist es der Nopsi Reloaded. Sollten auch eigentlich die meisten kennen. Und zwar war es auch schon wieder zurück. Neustart. Quasi nochmal von Null. Weil er hatte ja vorhin seinen Kanal im Nopsi Reloaded. Da musste er leider. Ich glaube, er hat es selber gemacht. Bin mir nicht sicher. Löschen aus verschiedensten Gründen, wie auch immer, und jetzt startet er auf seinem neuen Kanal noch mal richtig durch. Ich hoffe es zumindest, aber mal gucken. Ja, macht auch ebenfalls richtig klasse, tolle Videos. Daher schätze ich auch mal, dass die meisten überhaupt nicht wissen, dass er umgezogen ist. Und dann, wenn er umgezogen ist. Also, Nopsi Reloaded, tolle Videos, bisher 3. Macht erst seit 5 Tagen. Ja, sehr schön. Unbedingt auch mal vorbeischauen. Abonnieren, Videos gucken, ne? Dann das nächste ist, wer ist der oder die nächste? Und zwar geht es hier weiter. Ich erwähne ja nur den neuen, was ich noch nie erwähnt habe. Und was es kommt, lasst uns zocken. Und jetzt kommen wir zu in diesem Punkt zu Famarama Let's Play. Let's Play Famarama bisher. Was ich jetzt gesagt habe, waren eher so Famarama, die so Videos machen, Events erklären. Und jetzt hier eher Let's Play. Und zwar bis jetzt bis dato 2 von. Hier können wir uns auch mal angucken hier. Let's Play Famarama 14 Minuten bla bla bla. Von Miguel Let's Play. Macht Famarama Let's Plays, wie jetzt schon 10-mal gesagt. Auch mal gerne mal vorbeigucken. Und abonnieren. Etc. Er freut sich. Jeder Famarama-YouTuber, jeder YouTuber freut sich. Und ja. Tolle Videos. Schön. Nice. Es geht weiter. Mit einem. Vielleicht eher Unbekannten mit erst leider 2 Abonnenten, aber das wird sich auf jeden Fall und ich hoffe mal steigern. Und zwar ist mit Pass Ross HD. Ja, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche. Mit derzeit nur 2 Abonnenten, hier sehen wir von 23 Stunden das letzte Video. Macht auch Famarama Let's Plays. Quasi von Null an. Ja. Hier. Ja, an der Qualität kann man jetzt hier noch ein bisschen feilen hier. Aber das bekommt er sicher hin und dann werden seine Videos immer besser. Ein Blick ist es auf jeden Fall mal wert. Dann geht es noch weiter mit TBS Let's Plays.
Ebenfalls vom Rahmen Let's Player. Ja, letzte Tier. Leider erst eins, aber da kommt. Was hat er mir versichert? Ja, könnt ihr auch gerne mal reingucken. Auch Let's Plays gefällt mir eigentlich sehr gut. Beziehungsweise der Let's Test in diesem Fall. Aber dann wird es auch Let's Play, was ich hoffe. Darum auch hier unbedingt mal vorbeigucken. Da kommt auf jeden Fall noch was. Und abonnieren, wie alle anderen ebenfalls. Dann, was haben wir noch zu bieten? Und zwar haben wir noch zu bieten als letzten, war es das schon wieder? Ich glaube, das war dann der letzte. Und zwar der liebe Floink99. Macht ebenfalls, wie man hier sieht, sehr oft Famarama Let's Plays. Es kann auch gut sein, dass er, weil er derzeit überlegt, dann umzuziehen, ist hier auf einen neuen Kanal. Und einfach ein bisschen verfolgen. Seht ihr sehr häufig, sehr schön. Auch mal vorbeigucken. Ja, hier seht ihr Upload-Plan. Ja, gucken, ob das eingehalten wird oder sonstiges. Aber schaut unbedingt mal vorbei. Sehr schön. Wie bei allen anderen natürlich. Abonnieren, falls ihr Lust habt. Und ja, mehr. Ich glaube, das waren sogar alle. Ich glaube, das waren alle. Ja. Ich hoffe, ich habe keinen vergessen. Jedenfalls bei den ganzen Leuten. Ihr macht natürlich, ihr macht zu Recht gute Videos, macht weiter so, super. Und ja, schaut vorbei auf ihren Kanälen, abonniert sie, sie würden sich riesig freuen. Jeder freut sich über ein Abo, über den ein oder anderen, mehr ein Videoaufruf oder Videozuschauer zu gewinnen. Und dann kann es natürlich noch gut sein, dass ihr da draußen auch Famarama Let's Player oder Famarama einfach Videos macht. Und ich weiß das nicht mal. Und ich habe euch noch nie erwähnt oder sonstiges, dann schreibt mir doch gerne mal unter die Kommentare, wenn ihr auch eine von diesen seid. Ich würde euch auch gerne mal erwähnen. Ich könnte es gerne unter die Kommentare schreiben. Ich würde mich auch freuen. Und das war's dann mit diesen dritten, wie soll ich sagen, Ausgabe, Folge, wie auch immer, vom neuen Famarama YouTuber. Plus natürlich ältere, die zurück sind. Ich hoffe, das können wir noch lange weiterführen. Ich hoffe, es kommen noch lange weitere viele Famarama-YouTuber. Ich würde mich freuen. Viele andere würden sich freuen. Und damit bis zum nächsten Mal.